dran. Ich bin jetzt hier in Puebla angekommen. Und zwar bin ich hier bei einer Familie, bei der Familie Sanchez. Und da leben zwei Grossmütter sind da. Ich weiß auch nicht so genau, wer da was ist. Die Eltern und drei Kinder, also zwei Töchter und sie haben noch einen Bruder. Und ich wohne jetzt hier für eine Woche bei dieser Familie und ich tue denen ein bisschen helfen. Also ich habe das Ganze gebucht auf workaway.info. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Das ist eine Plattform, wo Leute können etwas offerieren. Sag jetzt mal, die Familie sagt jetzt zum Beispiel, sie wollen den kulturellen Austausch und einfach, dass ich ein bisschen im Haushalt helfe. Und im Gegenzug komme ich einfach gratis das Essen über und ich kann da bei der Familie schlafen. Und das ist eigentlich so ein bisschen Win-Win-Situation. Und es gibt ganz viele Angebote da weltweit. Man kann in Hostels helfen, man kann helfen, irgendwie, sag jetzt mal, ein Haus zu bauen oder sonst ein bisschen Gartenarbeit machen und so. Und ja, das ist eine ganz coole Sache. Also wenn ihr wollt, mal ein bisschen vor allem die einheimischen Leute kennenlernen und ein bisschen näher oder ein bisschen tiefer ins Land hineinzukommen, dann würde ich das sehr, sehr empfehlen. Und also unbedingt mal workaway.info auschecken. Dort seht ihr ganze Haufen Angebote. Es kostet, glaube ich, 35 Franken im Jahr. Aber um mal schauen, was man alles so machen kann, ist gratis. Also man muss sich dort noch nie registrieren. Und ja, also ich bin da ganz, ganz herzlich empfangen worden von dieser Familie. Die sind ultra aufgestellt. Und das ist also eine richtige mexikanische Familie, wie man sich das vorstellt, oder? Und es gibt da meistens halt Tacos. Eben, wie immer die dann alles in Tacos einwickeln. Aber es ist mega spannend, mal da, das dürfen zu erleben. Und ich zeige euch jetzt mal ein bisschen da die Gegend. Also das ist mein Zimmer. Das sieht ganz schick aus. So, das ist so ein bisschen das Wohnzimmer. Das ist eigentlich noch ganz modern. Das ist das Bad. Da innen ist allerdings sau kalt. Und es geht jetzt eigentlich wieder. Jetzt ist wieder ein bisschen wärmer geworden. Da, aber der erste Tag war da extrem kalt gewesen. Und sie hat natürlich keine Heizung und nichts. Wieso auch? Aber Puebla ist ja relativ weit oben. Und das ist die Aussicht da von diesem Haus. Also ihr seht da wirklich, das ist wirklich so ein bisschen im Zug aussen, also alles andere in der Nähe von der Stadt. Und da geht es jetzt ab. Da unten ist das Haus der Grosseltern. Aber die sind meistens auch da oben bei uns zu. So, da der Garten. Und da ist es so ein bisschen. Da wasche ich jetzt gerade meine Kleider. Ein Haufen Früchte hier, wie ihr seht. Mega fein. Da ist die Küche. Ist gar niemand rum. Oh, übrigens, da kann ich euch gerade zeigen. Irgendwo da. Wo sind sie? Nein, das ist es auch nicht. Scheiße, wo sind jetzt die? Ja, ich weiss auch nicht, wo die sind, aber sie haben hier jetzt gerade Chicken Feet. Vielleicht kann ich euch die noch zeigen. Und da ist noch so ein bisschen Living Room. Das ist die Grossmami, die jetzt gerade Fernsehen schaut. Und ja. Wie gesagt, als ich hier angekommen bin, ist noch witzig. Ich bin hier unten räumt. Also wenn man jetzt hier rausgeht, dort unten noch irgendwo, ich gehe jetzt da nicht raus, sonst komme ich nicht rein, bin ich angekommen mit dem Taxi und danach hatte ich natürlich keine Ahnung, wo durch. Und danach ist aber gerade eine Frau zu laufen gekommen, hat mich dann etwas gefragt auf Spanisch und ich so, was? Hat sie im perfekten Englisch gesagt, eben, wer ich suche. Und dann habe ich gesagt, ja, Sanchez. Und danach sagt sie, ja, eben da vorne haben sie ein Lädchen.
Oh, mega, mega herzig, weil sie hat ja gesehen, dass ich offensichtlich nicht von da komme. Sie sehen vermutlich nicht so viele Touristen hier in dieser Gegend. Und danach ja, hat sie mir dann gezeigt, wo ihr Laden ist, weil die Familie hat da unten einen Laden, gerade die Straße runter. Und danach habe ich mich dort gemeldet und danach hat mich die Mutter da oben begleitet und so. Und dann habe ich mit den Töchtern ein bisschen Fernsehen geschaut und ein bisschen geschnurrt. Und das sind wirklich ganz, ganz cool drauf. Das würdet ihr nachher im Video auch noch sehen. Und ja, also es gefällt mir sehr, sehr gut hier, muss ich sagen. Und eben, unbedingt mal Workaway ausprobieren. Ganz coole Sache. Ja, guten Morgen miteinander. Kila und ich sind jetzt hier in Puebla, in der Stadt, und wir treffen uns jetzt mit einem Kollegen von ihr. Ja, wir sind jetzt hier gerade in der Altstadt von Puebla und wir sind hier jetzt mit den Kollegen von der Kila unterwegs und sie haben sie wollen eine Homepage aufschalten für Fotografie und sie machen jetzt hier gerade ihre Fotos für ihre Homepage. Und ja, ist schon witzig, jetzt kann ich sicherlich noch etwas lernen von der Fotografie von denen, weil die sind da rechte Pros. Und ja, die Gegend ist da auch recht schön, also die Straße gefällt mir mega gut. Fotoshooting machen und das ist noch gut, so komme ich da all die guten Spots da von der Stadt mit rüber, weil wir sind gehen natürlich an die schönen Orte jetzt hier Fotos machen. Und sehen gerade, wie sie in Action sind. Und da hinten sind so ältere Leute, die Volleyball spielen. Die sind ganz lustig, vorher bin ich schnell ein bisschen filmen dort. Die haben natürlich alle wieder mega Freude gehabt. Ja, jetzt sind wir hier gerade zu einem herzigen Kaffee. Hallo! Und ich habe so eine Spezialität da von Mexiko. Und Lulu hat da noch so ein Monster-Muffin bestellt. Hi! No hablo suizo! Nada suizo! Crazy Frau, hä? Solo español, Mexico City, but no Mexico City. So the architect do the tour in Puebla, and next say that it's wrong, it's incorrect. All right. Mexico is not here, it's Puebla. It's Puebla. So she need, he need to go to Mexico and do the cathedral more big than here. So. Perfekte Touristenführer habe ich da, hä? Churros gehen. Canela! Canela! Für 40 Rappen. That's very good. Mm. When you come into Puebla, you need to taste. Oh, churros. Yeah. Churros Puebla.
leckere Ceviches posten. Jetzt sehen wir dann nachher, wie das aussieht. Da innen sind die. Jetzt gehen wir wieder zurück, gell? Ja, yeah, it's very good. So sieht das also aus. Das ist Schweinefleisch, paniert, also Semita. Das ist Schweinefleisch, Milanese, sagen sie da, also so ein wie paniert. Mit Chili, Avocado, Käse. Ja, sieht gut aus. Das war also für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet doch das nächste Mal wieder ein und Daumen hoch nicht vergessen. Bis dann, ciao, ciao.